Moin Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Ich sehe gerade hier den Boden, könnten wir eigentlich nochmal ändern. Sieht ein bisschen doof aus, so als Übergang. Schauen wir mal, wo ist denn der etwas hellere Boden? Der müsste es sein. Ja, das sieht doch besser aus. Wir haben noch die Zwergenschriftrolle, die würde ich hier auch ganz gerne nochmal ablegen. Haben wir dann schon wieder zwei, die gefrorene Gurde können wir aufbrechen. Müssen wir mal gucken, ob wir das heute machen. Keine Angst, ich füttere Jonas heute, du kannst dich auf den Hof konzentrieren. Ja, Jonas pennt wieder. Der alte Schlingel. So, Wein in silberner Qualität. Und wir haben Post bekommen. Ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen. Pass auf dich auf. Jody, gute Nachrichten. Das alte Boot ist wieder seetüchtig. Dank dir. Komm im Hinterzimmer vorbei, wann immer du eine Mitfahrgelegenheit brauchst. Mein Geschäft ist jeden Tag um 8 Uhr morgens geöffnet, sodass du früh loslegen kannst. Wieder unsere Weinreben. So, wie sieht es hier unten aus? Bäume wachsen und die Früchte werden immer mehr. Wir lassen die Höhle mal außer Acht. Okay, wir brauchen Samen. Neue Samen für die Sternfrüchte. Vielleicht lassen wir die auch einfach mal dort in der Kiste liegen. Vielleicht ein bisschen schlauer, dann verlieren wir nicht mehr so viel Zeit hier. Ja, allein wenn wir die Sternfrüchte schon verkaufen würden, würden wir eine ganze Menge Gold verdienen. Ich setze aber wirklich auf die Verarbeitung als Wein und das Kälten eben dieser. In der Hoffnung, dass wir da halt noch mehr Geld rausschlagen können. Dauert zwar alles ein bisschen länger, aber ich glaube, am Ende macht sich das bezahlt. So, das nächste Mal, wenn wir wieder in der Wüste sind, sollten wir noch mal ein paar Samen mitnehmen. So, die lassen wir alle hier. Qualitätsdünger mal einfach sicherheitshalber hier nochmal 5 rein. Kann ja nicht schaden. Dann sind wir die nämlich auch gleich los. Und die uralte Frucht würde ich auch gerne hier lassen. Da können wir vielleicht auch nochmal einen Wein draus machen. Ja, Trüffel gibt ein bisschen mehr. Also Trüffelöl gibt ein bisschen mehr Kohle als der normale Trüffel, haben wir auch rausgefunden. Dann können wir eigentlich auch ruhig das als Öl verarbeiten. Braucht dann ja auch nicht wesentlich länger und ja, kriegen wir ein bisschen mehr Geld raus. Warum sollten wir das also nicht machen? Ist jetzt nicht so immens, aber zumindest etwas. Stoff nehmen wir mit. Und da haben wir wieder ein Stück Wolle, was wir verarbeiten können. So, beim Schleim brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst vorbeischauen.
Welche haben wir noch nicht gestreichelt? Den hier. Und ihn hier. Gut. Wir verarbeiten den Trüffel noch. Und dann schmeißen wir den Rest wieder in die Kiste. Und dann werden wir uns mal aufmachen zu Willy. Und dann geht's auf die neue Insel. Ich bin schon ganz gespannt, Leute. Ja, die eine Geode können wir vielleicht vorher nochmal aufbrechen. Es gibt immer was zu tun. Ja, uns wird wirklich nie langweilig. Jetzt haben wir schon wieder etwas Neues, was wir entdecken können. Eine ganze Insel. So, brech uns doch bitte mal kurz die gefrorene Geode hier auf. Ja, okay. Kupfererz. Hat sich nicht gelohnt. Aber jetzt wissen wir, was drin war und können das notfalls, wenn wir den Platz brauchen, dann auch nochmal in die Tonne werfen. Die Geode würde ich ungern wegwerfen, weil es natürlich auch sein kann, dass da etwas Interessantes fürs Museum drin ist. So, es ist schon ziemlich spät, 11.50 Uhr, aber wir wagen das trotzdem mal. So, 1000 Gold, okay. Ich hatte, glaube ich, 1500 gesagt in der einen Folge. Es sind 1000 Gold, was die Überfahrt hier kostet. Und zack, schon geht's los. Ja, hier oben ist das Sterntautal. Und wir fahren jetzt zur Insel. Doch ein bisschen weiter weg. Wow. Mit einem Vulkan als Zentrum. Da unten ist ein Dinosaurier. Ja, willkommen auf der neuen Insel. So sieht sie aus. Hier versperren uns große Schildkröten den Weg. Hier ist gerade ein kleiner Junge weggesprungen, der hat sich erschrocken. Und was ist denn das? Eine goldene Walnuss? Du erhältst eine goldene Walnuss. Gehen wir doch mal hier lang. In ein kleines Baumhaus. Und da ist der Junge. So, der Papagei möchte eine goldene Walnuss haben. Ah, Walnuss, gib her. Ja, bitteschön. Der Junge schaut dich mit neugierigen Augen an. Und macht Papageiengeräusche. Er scheint eine enge Verbindung zu den Papageien zu haben. Aber er ist zu schüchtern, um jetzt auf dich zuzugehen. Vielleicht könnte man sein Vertrauen gewinnen, indem man sich mit den Papageien anfreundet. Ja, und wie machen wir das, Leute? Wir sammeln so eine goldene Walnüsse. Und die sind überall auf der Insel versteckt, wirklich überall. Ja, wir sammeln goldene Walnüsse. Das ist hier unsere, oder eine unserer Aufgaben hier auf der Insel. Und die können wirklich überall sein. Mumifizierten Frosch, Taro-Knollen. Es gibt auch eine Menge zu entdecken hier natürlich. So, ich krasse alles erstmal so ein bisschen ab. Wir so ein paar Sachen hier bekommen. Tagebuchfetzen. Das ist ähnlich wie mit den geheimen Notizen. Die können
können wir ja mal lesen. Tag 1, mein Schiff ist verloren, zerschmettert von einem Sturm in der unbarmherzigen See. Ich finde mich jetzt gestrandet wieder an diesen seltsamen Ufern. Meine Mannschaft ist umgekommen, aber ich lebe noch. Vielleicht hat Fortuna meine gottlosen Knochen gesegnet oder sie hat ihre eigenen Pläne für mein Schicksal. Jedenfalls habe ich keine andere Wahl, als mir hier ein Leben aufzubauen. Es gibt frisches Wasser im Überfluss, Nahrung und fruchtbaren Boden zum Arbeiten. Zuerst werde ich einen Unterschlupf bauen. Es fehlen einige Seiten. Tag 6. Ich werde hier nicht hungern. Die Gewässer sind voll von essbaren, gar köstlichen Fischen. Ich habe sogar einen Stachelrochen in den Höhlen an der Südostküste gefangen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Neulich habe ich sogar ein paar goldene Walnüsse gefischt. Sie scheinen auf der ganzen Insel verteilt zu sein. Die einheimischen Papageien sind verrückt nach ihnen. Ja, das haben wir auch schon gelernt. Dass hier die goldenen Walnüsse der Schlüssel zum Erfolg sind. Eine Flamme. Der können wir mal folgen. Und ihr seht schon hier so kleine... Naja, wie soll ich sagen? Also es ist wahrscheinlich, dass dort irgendwo zum Beispiel Walnüsse versteckt sein könnten im Boden. Genauso wie hier zum Beispiel. Ja, also einfach weil drumherum so Pflanzen sind. Oder man kann hier auch geheime Wege finden, wo auch nochmal Walnüsse versteckt sind. Oder hier zum Beispiel. So, was man nicht so gut erkennen kann, ist hier, dass der Sand ein bisschen lockerer aussieht als der restliche Sand. Da bekommen wir dann auch nochmal was raus. Hier bekommen wir Ingwerknollen. Und was haben wir hier? Ein kleines Archäologenzelt. Das werden wir erst noch freischalten. Das braucht noch ein bisschen. So, wir folgen erstmal dieser Flamme hier. Beziehungsweise gucken uns auch links und rechts nochmal um. Da kommen wir noch nicht hin. Da sind auf jeden Fall schon mal zwei. Hier ist noch eine versteckt. So, hier ist der Vulkan. Den können wir natürlich auch betreten. Das machen wir auch gleich mal. Und schaut mal hier oben, ist auch noch eine versteckt. So, kommt man hier irgendwo durch? Könnte sein, dass man hier vielleicht noch durchkommt. Aha, guck mal. Und dann kommen wir hier rein und können noch eine Walnuss ergattern. 9 Stück haben wir schon. Ja, und ihr habt am Eingang schon gesehen, da gab es einen Papagei, den können wir dann mit goldenen Walnüssen füttern. Und dann öffnen sich teilweise neue Wege oder es werden Bequemlichkeiten freigeschaltet. So, hier kommen wir rüber, indem wir hier uns einen Weg basteln mit unserer Gießkanne. Und ja, ich war natürlich schon mal auf der Insel. Ich kenne so ein paar Verstecke. Nicht alle, aber einige. Und ich weiß zumindest, wie wir am Anfang schon mal zu einigen Walnüssen kommen. Zum Beispiel hier an diesem Ort. Da kommen wir dann nämlich hier unten raus, wo wir die beiden schon gesehen haben. Dann kommen wir schon auf 11 Walnüsse. Jetzt gehen wir den Weg einfach wieder zurück. Neue Schleime. Tigerschleime. So sehen sie zumindest aus. Den da unten in der Lava kann man auch treffen. Man muss halt nur warten, bis er seinen Kopf raussteckt und dann muss man gut am Rand stehen, damit man ihn trifft. Jetzt haben wir hier noch Schlackenscherben bekommen. Die brauchen wir auch teilweise. Und zwar hier für den Vulkan später einfach. Gibt
So, der explodiert, wenn wir nicht aufpassen. So, in diesen Dingern ist nämlich manchmal auch was drin. Und manchmal kommen diese Roboterköpfe raus. Und Walnüsse können wir teilweise auch noch ergattern. Ja, es gibt wieder eine Menge zu entdecken, Leute. Und wir sind schon wieder mitten in der Mine. Iridium-Erz können wir auch ein bisschen sammeln, wenn wir Glück haben. Ist nicht immer da, muss man dazu sagen. Und natürlich dürfen Flugmonster auch wieder nicht fehlen. Diesmal in Form von Flammen. Scherben wiederum abbauen. So, und ein bisschen Iridium-Erz sammeln wir auch ganz nebenbei. So, es gibt auch hier wieder mehrere Ebenen. Wir gucken mal einfach, wie weit wir kommen hier beim ersten Anlauf. Wir sind natürlich recht spät erst auf die Insel gekommen. Deswegen glaube ich gar nicht, dass wir allzu weit kommen. Getroffen. Wollen wir mal gucken, was wir vielleicht wegschmeißen können hier, was wir nicht unbedingt brauchen. Ich glaube, den Harz können wir wegschmeißen. Davon haben wir eh genug. Ja, leider kosten diese Flammen immer unheimlich viel Zeit, weil sie gut was aushalten und weil sie auch immer ja, so weit Anlauf nehmen hier. Pilze sind super. Die füllen eure Gesundheit und Energie ja um ein Vielfaches wieder auf. Da seid ihr eigentlich mit einem so einem Pilz komplett geheilt. Oh, der hat uns sogar noch getroffen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ein bisschen aufpassen auf unsere Gesundheit jetzt auch. Ach, schon wieder einer. Okay, jetzt wird's kritisch. Wo haben wir den? Oh, wir sind sogar tot. Ich wollte gerade einen Pilz essen und hatte extra nachgeguckt. Na gut, Thomas. Thomas, wache auf. Ja, Willy hat uns gefunden. Geht es dir gut? Ich fand dich angespült an der Küste, Junge. Geht es dir gut? Okay, er wiederholt sich. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich dachte, du wärst tot. Pass ein bisschen vorsichtiger da draußen auf. Die Insel kann ein gefährlicher Ort sein. Ja, ich hoffe, wir haben nicht allzu viele Sachen verloren. Ich habe wohl 5000 Gold verloren und 10 Gegenstände aus meinem Rucksack. Ach, wie ärgerlich. Magma-Hut ist auf jeden Fall, würde ich glaube ich wiederholen. Edelwicke und Pfirsiche und so, das ist alles nicht so wichtig. Aber die Magma-Hüte, die sind schon ganz nett. Dann machen wir uns mal zum Abenteurer-Gilde auf nächsten Tag. So, wir überspringen jetzt die Fahrt mal. Und ja, das war unser erster Ausflug auf die neue Insel, liebe Leute. So, Spirit wartet hier auf uns. Am nächsten Tag werden wir uns auf jeden Fall mal zur Abenteurergilde aufmachen. Dann werden wir uns die Magma-Hütte wiederholen. Und ja, um den Rest ist es schade, aber nicht so wild, Leute. Wir haben trotzdem noch gut was im Inventar hier. Vor allen Dingen Iridium-Erz haben wir behalten, das ist immer ganz nett. Dass man hier und da dann auch nochmal einen Barren dazu bekommt. So können wir auch nach und nach unsere Werkzeuge dann aufrüsten. Ja, schade um die 5000 Gold natürlich, aber die haben wir auch gleich schon wieder drin. Das macht auch nichts. So, da haben wir den nächsten. Das Trüffelöl
bringen wir gleich auch nochmal weg. So, und dann lagern wir hier die ganzen Sachen natürlich. Schlackenscherbe. Packen wir erstmal rein. Ja, die packen wir auch erstmal rein. Mumifizierter Frosch. Es wird langsam eng hier. Den Holzhorn können wir vielleicht mal zerstören. Der braucht hier nicht unbedingt sein. So, Straußfarn. Wollen wir den dann? Den haben wir hier. So, Rubin und Aquamarin. Verkaufen wir gleich. Warum haben wir denn hier keinen Platz mehr für Fasern? Was soll denn das? Nehmen wir die Köder doch mit. Warum liegen die eigentlich da drin? Können auch hier mit rein. So, Pfirsiche. Brauchen wir nochmal. Und Weintrauben haben wir behalten. Sehr gut. Ja, 0.30 Uhr. Wir schaffen es auf jeden Fall, hier die Sachen nochmal reinzuwerfen. Gar kein Thema. Und die Brombeere kann auch weg. Ja, super. Ja, schade, dass wir gestorben sind hier bei unserem ersten Besuch auf der Insel. Aber wir werden nicht das letzte Mal dort gewesen sein. Wir werden uns in den nächsten Tagen dann erstmal hier nochmal ein bisschen zurechtfinden. Und ja, das nächste Mal, wenn wir auf die Insel gehen, werden wir dann auf jeden Fall versuchen, um 8 direkt loszufahren, damit wir früh da sind und viel Zeit haben, die Mine zu erkunden. So, 13.000 Gold haben wir hier gemacht. 5.000 kann man abziehen eigentlich, weil wir die jetzt gerade verloren haben. Aber dann haben wir immer noch Plus gemacht. Gut, Leute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also, bis dahin. Thank you.